Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Link in der Infobox. Teil 4 von FIFA 20 Karrieremodus Konzept mit dem Punkt neuer Kalender. Damit ein Moinsen, Hallo, Servus, Grüezi. Es ist wieder soweit. Wir sind bei Teil 4 von meinem FIFA 20 Karrieremodus Konzept. Wenn ihr die ersten Teile verpasst haben solltet, ja, die gehen ein bisschen lange. Ich versuche mich kurz zu halten, aber ich möchte auch gerne einfach alles erzählen. Deswegen ist es ja auch ein Konzept und kein Let's Play. Trotzdem schaut euch unter i-Infokasten oben das Ganze nochmal an. Wenn ich es nicht vergessen habe, habe ich vielleicht auch in die Videobeschreibung reingepackt für diejenigen, die komischerweise den Infokasten nicht haben. Manche Endgeräte bieten das immer noch nicht an. Wir sind also auf dem Weg, jetzt richtig geiles Abenteuer zu erleben. Ich hoffe, euch haben die ersten drei Teile gut gefallen. Wir haben noch ein paar Teile vor uns. Ich habe noch wahnsinnig geile Sachen zu präsentieren, wo ich wie so ein Schnitzel mich drauf freue und so gespannt bin, ob ihr das hypt oder nicht hypt. Ihr könnt jederzeit sehr, sehr, sehr herzlich Verbesserungen oder noch weitere Vorschläge unten in die Kommentare reinballern. Denkt bitte dran, das Wichtige ist zu wissen, dass ich mit der Motivation, Herausforderungen das Konzept angegangen bin und mit dem Hintergedanken natürlich, dass es eine variable Gegner-KI gab. Was das alles ist, erkläre ich in Teil 1. Ja, und wir waren ja beim letzten Teil, also bei Teil 3, bei Büroabteilung stehen geblieben. Ich habe euch das Ganze hier erklärt. Das werden wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich habe das jetzt nur noch mal so, um Revue passieren zu lassen, um euch einen Rückblick zu schaffen, falls ihr die letzte Folge irgendwie schon wieder vergessen haben solltet. Nochmal hier im Überblick. So sieht jetzt bei mir das Büro aus. Posteingang, Vorstandserwartungen, Spielergespräche, Vereinsnews, Pressekonferenzen. Das gehen wir in der nächsten Folge an. Wir gucken uns jetzt Kalender an, liebe Freunde. Wir gehen also jetzt ganz normal nach unten zum Kalender und klicke Moldo hin. Und dann sehen wir im Kalender. So, um es mal ganz dreist so zu sagen, ich habe hier gar nichts designt. Überhaupt nichts, nur eine kleine Sache. Es ist komplett der Originalkalender von FIFA 19. Er ist auch gar nicht falsch. Ich finde den gut. Vielleicht müsste man jetzt folgende Sachen noch anpassen. Man sollte nicht nur die Hinrunde der ersten Saison richtig programmieren. Ich finde, die Rückrunde sollte einfach nicht mehr random sein. Die sollte original. Ja, man sollte die Rückrunde auch wirklich wieder mit 1860 München anfangen und so weiter. Und was ich auch nochmal in einer anderen Folge erwähnen werde, aber jetzt hier nochmal, schon mal vorab sage, bevor ich es vielleicht vergesse. Für mich ist es absolut wichtig, dass die anderen Ligen, wo man sich die Tabellen angucken kann, die Tabellen auch mal konstant bleiben. Das heißt, wenn Bayern München in der Bundesliga jetzt Erster ist mit 30 Punkten und so viele Tore, dass die auch so bleiben. Nicht, dass ich nochmal eine Woche, zwei Wochen durchsimuliere, dann drei Tage nicht mehr weiter zocke und plötzlich gehe ich in die Speicherung rein und plötzlich ist Bayern mit 30 Punkten gar nicht mehr Erster, sondern hat plötzlich 27 Punkte ist Dritter und Wolfsburg, die eigentlich vorher 15 Punkte weg waren, sind plötzlich Tabellenerster. Also die Scheiße, das muss einfach mal aufhören. Dieses random komische Gedönsel, dass man sich nicht mal die Zeit nimmt, sowas zu programmieren. Jeder normale Manager oder jedes normale Fußballspiel oder Sportspiel kann Tabellen von anderen Sachen abspeichern oder was auch immer. Und das muss einfach auch mal passieren. Das war jetzt mal weit rausgeholt. Wir sind jetzt hier beim Kalender, den ich einfach gar nicht groß ändern möchte. Man kann sich also da durchklicken und so weiter und so weiter. Und ja, was fällt euch jetzt hier in dem Punkt mal so richtig interessant auf? Was fällt euch hier auf, was nicht original ist? Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Hier, Dreieck. Termine. Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt und dass ihr, falls ihr die nicht gesehen haben solltet, nochmal. Es gab ja beim Erstellen von uns und Vereinssuche und Sponsoring und so weiter kein Vorbereitungsturnier zum Auswählen. Aha. Also, ich habe mich jetzt mal entschieden, für meinen Verein Kaiserslautern hier auf den Donnerstag, den 5. Juli zu gehen. Und denke mir so, ich klicke doch mal einfach das Dreieck an und ich würde gerne mal wissen, was passiert denn dann da? Ach, guck mal an, da poppt plötzlich was auf. Presse, Mannschaft und Teamgeist. Ach, interessant, was kann ich denn da jetzt machen? Also einmal kann ich
Autogrammstunden angeben. Was bringen mir diese Autogrammstunden? Diese Autogrammstunden bringen mir folgendermaßen, dass ich die Chance habe, und das habe ich ja schon erklärt in der letzten Folge, dass die Mitglieder eventuell steigen, weil wir eine Autogrammstunde beantragen. Diese Autogrammstunde geht natürlich immer nur 3 Tage vor einem Pflichtspiel. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will das hier machen am 27., dann geht das nicht, dann ist das gesperrt. Es muss 3 Tage vorher sein. Und dann kannst du da wieder versuchen, Mitglieder anzuregen, weil die es geil finden, plötzlich hier ein Albeck, ein Thiele, ein Löhmannsröben und so weiter mal persönlich zu treffen und sich eine Autogrammkarte zu holen. Das wird nice. Dann kannst du einmal im Jahr Tag der Jugend machen. Was passiert da? Wir haben ja natürlich den Standard-Scout und so weiter, die wieder unterwegs sind, die scouten. Wir haben unsere Jugendabteilung, die ich auch noch vorstellen werde und so. Aber bei Tag der Jugend kommen Spieler aus verschiedenen Regionen, die wir nicht gescoutet haben, die wir aber uns anschauen können und dann scouten können. Das heißt also, wir haben hier die Chance, nochmal neue Jugendspieler festzulegen und unsere besten Jugendspieler werden bei diesem Tag ausgezeichnet und das gibt denen dann mit Absicht nochmal einen Attributen-Boost. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das sind so kleine Specials, die ich mir überlegt habe. Dann gibt es den Sponsorentag, das ist einmalig, den sollte man immer am Ende der Saison machen, wenn sie erfolgreich war, obwohl da sollte man es immer machen, dann kriegt man Sponsor-Beliebtheitspunkte. Dann gibt es einen Merch-Sonderverkauf. Merch-Sonderverkauf geht öfter im Jahr, aber wie gesagt, auch nicht irgendwo zu nahe an einem Pflichtspiel. Was bedeutet das? Das ist einfach ein Tag, wo du Sonderverkäufe machst und eben es Prozente auf die Produkte gibt. Natürlich machen wir da nicht so viel Umsatz, hilft aber bei der Fanbeliebtheit und auch bei den Verkaufszahlen an sich. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil wir dadurch vielleicht auch wieder eine bessere Fanbeliebtheit bekommen und auch vielleicht eine bessere Mitgliedsrate oder vielleicht sogar einfach ein besseres Medienansehen. Man soll es nur nicht zu oft machen, weil das finden dann Fans auch nicht so gut. Man muss also ein gutes Gefühl für die ganze Geschichte bekommen. Dann gibt es ein Fanclub-Treffen, kann man dann auch mal machen. Das kommt halt gut bei den Fans an, wenn du dich persönlich mit denen triffst und mit den Schnacks und so weiter. Wenn du also Probleme hast mit der Fanbeliebtheit oder ähnlichen Varianten, dann empfehle ich dir, Fanclub-Treffen zu machen, muss aber früh genug geplant sein und es darf nicht 5 Tage vorher irgendwie ein Pflichtspiel stattfinden. Ist also geil. Eine Woche vor Saisoneröffnung in dem Fall kannst du eine Saisoneröffnung machen. Das hilft natürlich auch bei Fanbeliebtheit, bei Medien und vielem, vielem mehr. Und wenn du das gemacht hast oder auch nicht gemacht hast, spätestens zum Jahreswechsel im Winter wechselt dieser Button um. Dann steht hier nicht mehr Saisoneröffnung, sondern Saisonabschlussfeier. Sollte man aber nur bei Erfolgen machen. Sonst kann es sein, dass viele, viele sich fragen, hey, warum feiern sie denn? Sie waren doch schlecht in dieser Saison. Und dann gibt es noch extra Pressekonferenzen. Wenn man die extra Pressekonferenzen auswählt, dann kommt ein Pop-Up-Fenster, wo du angepasste Punkte auswählen kannst. Wie zum Beispiel, du bist gerade mitten in Verhandlungen mit Messi, dann weiß das Spiel das, er verhandelt gerade mit Messi, also kannst du zum Beispiel jetzt auswählen, du möchtest bei dieser extra Pressekonferenz gerne über Messi reden oder du möchtest gerne kündigen oder dein Vertrag läuft aus. Am Start einer Saison geht er immer 3 Jahre, danach kannst du dann weiter das angehen. Das werden wir noch übrigens besprechen und so. Also, das kannst du alles da mit extra Pressekonferenzen angehen. Du kannst mit einer Krise kannst du dann da extra angehen. Oder vielleicht hast du einen Pokal gewonnen, möchtest eine extra Pressekonferenz angehen und so weiter. Ihr merkt schon, es gibt Pressekonferenzen und das werden wir auch in der nächsten Folge ansprechen, liebe Freunde. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja, das ist schon mal möglich in der Bereich Presseabteilung. Ne? Aber wir gucken jetzt mal. Ich denke mir jetzt so, ja, ich möchte jetzt gerne Saisoneröffnung machen, kostet halt ein bisschen Geld, ist ein bisschen Risiko, aber ich mache das mal. So, ich habe jetzt mal Saisoneröffnung gemacht und jetzt möchte ich am 10. Juli gerne mal gucken, was unter Mannschaft so ist. Dann sehe ich, da ist es! Vorbereitungsturnier. Also, man kann jetzt ein Vorbereitungsturnier nicht mehr am Anfang an aussuchen, sondern man kann selbst freiwillig entscheiden, ob man das machen möchte. Ein Vorbereitungsturnier ist auch so wie so ein Trainingslager. Ja, so kann man es eigentlich auch definieren, nur dass man eben ein Turnier spielt. Muss aber wirklich 2 Wochen vor dem ersten Pflichtspiel angeklickt werden. Das heißt, ich bin hier gerade mit dem 10. noch knapp dran, ne, dass ich das noch machen kann, weil falls ihr ins Finale kommt, müsst ihr überlegen, ist das Finale gerade mal ganz kurz vor Saisonstart. Könnten wir also ein Vorbereitungsturnier machen. Wir könnten auch ein Freundschaftsspiel machen, das machen wir jetzt auch gleich. Ja, dann haben wir zum Beispiel hier noch Kurztrainingslager, liebe Freunde. Da können wir jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie die Form schlecht ist oder irgendwas ist, können wir da gerne ein Training machen. Das würde also helfen. Ein Kurztrainingslager kann man dann immer so in der Länderspielplanung
Pause machen oder man kann ein Freundschaftsspiel organisieren, wenn es klappt. Werden wahrscheinlich nicht viele Vereine wollen, aber trotzdem ein Kurztrainingslager können wir dann da machen. Das hilft dann einfach der Form und können ein bisschen trainieren. Das Geile ist beim Kurztrainingslager, das geht ja dann nur 2-3 Tage, dass du dann die Trainingseinheiten, die du entscheidest, einen kleinen Boost bekommst von 1-2 Attributen. Das ist halt das Geile beim Kurztrainingslager. Ja, das ist halt richtig nice. Wenn du aber jetzt ein Problem hast mit der Fitness, weil es irgendwie so viele Spiele gab, ja, dann so viele englische Wochen und so, und du sagst jetzt, ey, meine Spieler brauchen jetzt mal eine Pause, die Fitness muss sich stabilisieren und so, dann wäre es klug, maximal bis zu 3 Tage kannst du es machen in Folge, mal frei auszuwählen. Frei, maximal 3 Tage. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, 10., 11. und 12. bringt am Anfang der Saison natürlich gar nichts. Ne? Oder vielleicht auch mal mitten in der Saison einen Tag frei nehmen. Es belastet aber, weil sie können dann da nicht trainieren. Die können dann ihre Langzeittraining zum Beispiel nicht machen in der Abteilung Jugend. Ja, dazu kommen wir noch. Oder verschiedene Varianten können die dann nicht mehr machen, weil sie sind ja dann zu Hause. Das Tolle bei frei ist, dass die Fitness steigt und dass die Moral steigt. Und das kann auch wirklich helfen. Deswegen kann man auch ab und zu frei machen. Die ganzen Sachen, die ich hier zeige, auch im Kalender, sind dann wieder so, dass du sie nicht brauchst. Du kannst sie machen, wenn du dir irgendwie Hilfsmittel suchen möchtest in allen Bereichen oder du sagst, pff, ich möchte einfach nur spielen. Aber ganz ehrlich, dann kann man auch den Standard-Karrieremodus nehmen. Wir wollen aber jetzt ein Freundschaftsspiel machen. Also klicken wir jetzt mal Freundschaftsspiel an und dann poppt hier dieses Fensterchen auf. Freundschaftsspiel auswählen. Was sehen wir hier? Interessiert, unterliegen und international. Vorab fangen wir von rechts nach links an. International bedeutet ganz einfach, wenn wir einen europäischen Verein auswählen, dann ploppen hier eben asiatische und amerikanische und so weiter, südamerikanische Vereine auf. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Verein auswählen in Mexiko oder in USA, dann bedeutet dort das Wort international die europäischen Vereine. Ganz einfach. Untere Ligen sind eben Ligen, die tiefer sind als die erste Liga, meistens auch sogar tiefer als die zweite Liga, und interessiert bedeutet einfach Vereine, die gerade in diesem Zeitpunkt echt Interesse haben und sehr leicht sind zu überzeugen, gegen uns zu spielen. Warum sind da so viele Top-Vereine drin, fragt ihr euch. Ganz einfach, wir sind ein Drittligist, wir sind Anfang Juli und das finden große Vereine sehr interessant, weil die fangen gerade mit ihrer Vorbereitung erst an und möchten gerne gegen kleinere Vereine spielen. Als Beispiel, wenn du jetzt Dortmund ausgewählt hast, diesen Verein zu trainieren, wirst du im Juli fast kein Top-Team hier drin haben, weil die Top-Teams möchten erst ab Ende Juli, Mitte August vor dem Saisonstart gerne erst gegen Top-Teams üben oder trainieren, ja, oder testen. Sie wollen ja erstmal sich nach oben arbeiten. Deswegen haben wir hier nicht so viele, wenn wir Dortmund wären, aber als Lautern dritte Liga, einfacher Gegner für die Top-Teams, haben wir hier richtig viele. Ihr seht auch, wir können hier runterscrollen, ja, oder einfach runterdrücken. Da kommt hier so ein bisschen angekratzt Stuttgart und so weiter. Wir können aber mit Kaiserslautern auch untere Ligenvereine nehmen, wie FC Barnsley. Ihr seht ja, kommt aus der tieferen Liga von England. Dann haben wir Meppen, haben wir hier. Dann haben wir von der Serie B ein. Dann haben wir, ist erste Liga, muss man zugeben, aber weil es halt eine prestige-niedrige Liga ist, ist es Cork City hier. Luzern haben wir hier am Start und können wir die spielen. Warum sind jetzt hier so wenig untere Ligen zur Auswahl? Ganz einfach, die unteren Ligen fangen sehr früh an in der Saison und deswegen haben sie nicht so viel Interesse, gegen einen zu testen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Winterpause gern ein Testspiel machen wollen, dann wird wahrscheinlich hier bei international ein bisschen was aufploppen, weil die mexikanische Liga fängt im Januar an. Das heißt, die haben ihre Vorbereitungsphase im November, Dezember und mit Glück kriegen wir vielleicht sogar im Januar noch einen ran. Oder vielleicht haben wir sogar im November die Chance, falls da eine Länderspielpause sein sollte, dass wir gegen ein mexikanisches Team ran können. Wird aber schwierig zu überzeugen, weil die ungern nach Deutschland fliegen wollen und wir haben vielleicht das Geld nicht, nach Mexiko zu fliegen. Also das wird schwierig. Die chinesische Liga zum Beispiel, also die CSL, fängt im März an. Das heißt, die könnten wir wahrscheinlich bekommen im Januar als Gegner. Wird aber auch ein bisschen schwierig, aber auch im März gibt es ja eine Länderspielpause. Vielleicht hat man die Chance, dann noch eine CSL irgendwie einen Gegner zu bekommen. Dann würden hier so ein bisschen ein paar aufploppen. Wir wollen aber jetzt in diesem Beispiel gerne mal FC Bayern München auswählen. Also, ich habe jetzt meinen Cursor, also meinen Steuerstick da jetzt hingemacht zu FC Bayern. Ich drücke mal X, liebe Freunde, und dann kommt dieses zweite Pop-Up-Fenster. Freundschaftsspiel bestätigen. Willst du dieses Spiel anfragen?
ja, ich möchte gerne anfragen. Man muss jetzt die Vereine vorher anfragen. Ich kann jetzt erstmal bei dieser Anfrage FC Bayern München diese Information geben. Ich möchte gerne, dass wir im Fritz-Walter-Stadion spielen. Ich kann aber auch jetzt durchswitchen und kann sagen, ich möchte gerne in der Allianz Arena spielen oder auf dem Trainingsplatz. Dann die Preissumme, die ich FC Bayern München anbiete für diese Möglichkeit. 8.500 Euro, das ist dann so schon ein großer Batzen, wenn ich jetzt gegen untere Liga spiele. Kostet vielleicht 1.000 oder weniger. Das biete ich den Bayern an, kann ich aber auch tiefer oder höher senken. Umso tiefer ich gehe, umso schwieriger wird es vielleicht, ein Top-Team zu überzeugen. Aber ich sage auch, Gewinnaufteilung, weil ich möchte gerne im Fritz-Walter-Stadion spielen, möchte ich 70-30. Also das bedeutet, ich möchte 70% von den Ticketverkäufen haben, 30% geben wir den Bayern. Und die sagen, ja, das ist für uns okay, Wahrscheinlichkeit 80%, werden sie wahrscheinlich diese Freundschaftsspielanfrage bestätigen. Klicken wir also einfach mal auf Ja, liebe Freunde. Ja, und dann seht ihr schon, im Kalender eingetragen, noch ist es aber so blass, weil dieses Blasse bedeutet, Anfrage läuft. Ja, wird wahrscheinlich nur maximal 2 Tage dauern, bis wir die Antwort haben. Also wir werden, wenn wir durchsimulieren, gleich hier am Dienstag wissen, ob wir nochmal neue Anfrage irgendwo machen müssen oder ob die Bayern zusagen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie zusagen. So, und dann habe ich hier nochmal auf dem 13. was draufgeklickt und habe mal geguckt, was gibt's eigentlich so unter Teamgeist. Interessant. Spielerfeier gibt's hier. Ja, Spielerfeier bedeutet einfach, dass man jetzt nicht so eine Saisonfeier macht, sondern dass man sagt, komm, wir werden einfach mal ein bisschen locker, wir lassen einfach mal, ja, die Sau raus, vielleicht lassen wir einfach mal, feiern wir einfach mal den Sieg zum Beispiel. Das hilft der Moral, kann aber auch nach hinten losgehen und kann auch dafür sorgen, dass die Spieler eben viel Müdigkeit bekommen oder Fitnessverlust in dem Fall. Deswegen muss man das sehr sorgfältig anwenden, kann aber dafür sorgen, dass die Spieler besseres Teamwork bekommen und dass wir eine bessere Moral und Vertrauen bekommen als Trainer bei den Spielern. Dann gibt es die Möglichkeit, eben übrigens, all diese Möglichkeiten gehen immer nur 3 Tage vor einem Pflichtspiel. Nicht 1 Tag oder 2 Tage vorher, das geht nicht. Dann werden diese Felder einfach nicht anklickbar sein. Dann gibt es noch Veranstaltungen. Veranstaltungen ist einfach eine Möglichkeit, wo einfach das Spiel sich irgendwas generiert. Genauso wie bei Spielerfeier wird irgendwann eine E-Mail kommen, die einfach sagt, ja, ihr habt das und das und das gemacht und so ist es gelaufen. Und bei Veranstaltungen ist dasselbe. Bei Veranstaltungen soll positiv Auswirkungen auf das Team haben, aber auch bei Veranstaltungen geht es auch um Image oder Verkaufsmöglichkeiten. Was will ich damit sagen? Ihr kennt das doch, manchmal sind Spieler irgendwo unterwegs bei gewissen Events oder sind bei Krankenhäusern oder bei gewissen Institutionen und so weiter, und das ist hier unter Veranstaltung gemeint. Wir müssen da gar nichts groß machen. Wir können einfach im Kalender entscheiden, Veranstaltungen. Das Spiel selbst wird simulieren per E-Mail, was dann gemacht wird. Manchmal kriegen wir dann E-Mail, wo es heißt, ja, dieser und dieser Spieler, die waren dort auf diesem Event und haben einfach ein paar Trikots verteilt. Oder die ganze Mannschaft war bei einer Institution, die körperlich eingeschränkte Menschen unterstützt. Und das hat bei den Medien einen guten, guten Ausgangspunkt hinterlassen. Also so E-Mails kommen dann einfach. Mehr kann man dann da auch nicht machen, müssen wir auch nicht. Vergnügen wird auch ganz einfach nur so ein bisschen definiert. Spielerfeier ist ja ganz klar definiert, dass man feiert. Vergnügen ist wie Veranstaltung. Das Vergnügen wird dann sowas kommen wie zum Beispiel, sie waren mit der Mannschaft für so und so viel Geld in einem Vergnügungspark. Sie waren mit den Spielern irgendwo in Tropic Island oder sie haben mit denen gepokert. Also so ein bisschen eine Vergnügen stattfindet, wo die Moral steigen kann, wo aber nicht so viel Fitnessverlust stattfindet. Sind aber auch dafür viel teurer, als so eine Spielerfeier zu organisieren. Dann, wenn wir absolut in der Krise sind, wenn es richtig mies laufen sollte, dann können wir auch eine Krisensitzung anlegen. Das kommt auch in den Medien, da wird wahrscheinlich sogar eine PK angelegt und so weiter. Also da können wir nochmal richtig Dampf drücken. Mehr passiert aber auch nicht, dass einfach eine Nachricht kommt, ob die Krisensitzung effektiv war oder nicht. Und einmal in der Saison können wir Spieleraussprache anklicken. Das empfehle ich am besten immer zur Winterpause oder kurz vor der Winterpause, weil da kommt dann eine E-Mail, wo fast alle deine Spieler aus dem Kader dir einen kleinen Dialog hinterlassen, was sie gerne gut oder was sie schlecht finden. Ja? Zum Beispiel können dann sowas stehen wie, wir finden es saugut, dass sie so eine Offensive am Start haben mit 3 Stürmern. Oder es kommt was, wir sollten ein bisschen defensiver spielen. Oder wir haben zu viele Jugendspieler. Oder wir sind zu
alt. Also dann sagt zum Beispiel sowas wie Timmy Thiele, ich find's toll, dass sie mich einsetzen, aber dass sie auch zwei weitere Stürmer neben mich packen. Oder vielleicht sagt er auch als Egoist oder so, ich finde das nervig, dass ich mit zwei weiteren Stürmern ran muss, ich würde gerne alleine spielen. Das sind alles so Aspekte, die du dann mit einbauen kannst für die Zukunftskaderplanung oder für die Rückrunde zum Beispiel oder wann auch immer du diese Spieleraussprache definieren möchtest oder wann auch immer du diese Spieleraussprache anlegen wirst. Ja, liebe Freunde, das war der neue Kalender, den ich mir so ein bisschen vorstelle. Ich bin gespannt, ob ihr sagt, Dico, das ist mir zu viel oder das ist genau richtig, so wie es jetzt sein soll. Teil 5 kommt dann auch demnächst raus oder ist schon raus, dann klickt es hier auf jeden Fall an. Lasst einen Daumen nach oben da. In Teil 5 geht es um endlich richtige Pressekonferenzen. Seid gespannt, wird richtig geil. Bis dahin, ciao.